Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Mountain. In der letzten Folge haben wir den Steinkristall geholt und den Waldkristall. Ja, den Waldkristall kommt auf jeden Fall schon mal hier rein. Zack. Der Steinkristall kommt da rein. Die waren auf jeden Fall verdammt einfach. Als nächstes kommt der Himmelskristall. Er ist in einer riesen Halle. Zwar nur ein Teil des Himmels, aber du hast ihn dir bestimmt anders vorgestellt. Hallo. Okay, von mir aus, ich hinterfrage. An dieser Stelle wird dich eine nicht so nette Frau erwarten. Sie bewacht den Kristall. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, wir sind uns hier mal Kuhrüstung so wieder hinhängen. Dieses komische Chicken Sword auch. Wir nehmen uns, ich würde sagen, die Super da. Oh, ich habe die Rüstung noch gar nicht ausgezogen. Da. So, ich würde sagen, wir nehmen die Super da im Dragons. Die sollte vielleicht, ich denke, die sollte stark genug sein. Eigentlich mal, hoffe ich mal. Und damit würde ich sagen, Golden Apple Pie könnte man gut gebrauchen. Entschuldigung. Und Himmel. Okay. Das ist groß. Das ist verdammt groß, muss ich sagen. Ich will auch so eine große Halle haben. Okay, aber ich sehe keine Monster. Also es scheint ganz gut aus. Es sieht aber geil aus, muss ich sagen. Ich finde, es sieht geil aus. Könnte man so eine Konzerthalle oder sowas reinbauen? Was habe ich hier bekommen? Hab ich was eingesammelt? Eine Steel Claw. Brauche ich nicht, keine Ahnung, was das ist. Essen wir jetzt schon mal so einen Golden Apple Pie. Was macht der für Effekte? Regeneration 3, okay, das ist nice. Den können wir gebrauchen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie stark die. Okay, die Rüstung sollte stärker als die Rüstung. Also, ich glaube, das sollten wir schaffen. Warte, was ist in den Truhen drin? Nichts. Habe ich mir gedacht, deswegen wäre ich schon fast vorbeigelaufen. Na gut. Okay, was ist hier oben? Gucken gleich in den Truhen nach. Okay, hier oben ist nicht. Dann können wir da schon mal weggehen. Wir müssen das Ding zumachen. Ja, zumachen. Nichts. Das ist der Redstone Roll. Das gefällt mir nicht. Oh Gott! The Lich Queen? What? Hey, das Skin sieht geil aus. Ich finde, sieht geil aus. Aber wir müssen sie leider töten. Hey, ist ja wirklich easy. Ah! Oh Gott! Also ich glaube, die würde wahrscheinlich verdammt viel Schaden machen, hätte ich nicht so eine gute Rüstung. Wir machen jetzt heißt 13 oder 20 Schaden sogar. Alter, 500 HP hat die. Yo, alter Schwede. Kannst du mal sterben, bitte? Immer noch 100. Alter, 78. Yo, also bis jetzt hatten wir keinen Boss. Es wird langsam schwieriger. Okay, sie ist gestorben. Was hat sie gedroppt? Ich glaube, sie hat einen Diamond gedroppt. Okay. Was ist in der Truhe drin? Titan Chestplate, langsam. Die Rüstung haben wir bei uns im Rüstungsraum. Die hat sogar Dings schon. Die hat, wie hieß er? Paul. Paul hat die Rüstung auch. Und was ist das? Polypemus Hammer? Okay. Hell Forget Sword. Das brauchen wir nicht. Das hat Paul, glaube ich, auch. Es gibt ja noch so Flame Gem. Nett. Ring of Life. Broken. Okay. So viele Blumen im Inventar. Hier sind auch schon wieder ganz viele Blumen. Aromatic Ingot. Und natürlich den, den man meist braucht, den Himmelskristall. Deswegen sind wir hier, wegen dem Himmelskristall. Ganze Blumen, die Rüstung, das Schwert, wie ich sagen, können wir hier lassen. Mehr scheint ja aber auch nicht drin nicht zu sein, ne? Ja, der hätte andere Rüstung drin sein können, hätte ich mehr gefreut. Na gut. Also, das ging schnell. Muss ich sagen, erstmal kurz wieder auf richtig rücken, wenn ich ordentlich sitze. Ins Labor! Ich hätte wirklich gedacht, dass wir jeden Kristall in einer Folge machen, aber nein. Tatsächlich geht das verdammt schnell, irgendwie. Ja, trotzdem sagen. Ne, die Folge kann ich jetzt noch nicht beenden. Welchen machen wir als nächstes? Was kommt denn als nächstes? Den Himmelskristall geholt. Der kommt, lasst mich überlegen, der kommt da an, das weiß ich, ne? Ja, Himmelskristall, der kommt.
Warum habe ich den Ich hatte Steinkristall da reingelegt. Achso, sehr gut. Der Steinkristall kommt nämlich hier ran. Perfekt. Der Waldkristall haben wir darin. Genau. Als nächstes kommt... Welcher Kristall? Den werden wir natürlich sofort nicht viel rumschnacken. Sofort gucken, welcher als nächstes ankommt. Lebenskristall natürlich. Das ist der Albtraumkristall. Oh Gott, nein. Das ist so gruselig an. Er ist verborgen an einem sehr gruseligen kleinen Ort. Legenden erzählen, dass es dort nur eine Person geschafft hat. Sie ist aber nie wieder aufgetaucht. Der Albtraum hat... Was ist der Albtraum? Achso, Kristall wahrscheinlich, ne? Der Albtraumkristall hat die Kraft, Menschen zu heilen und angeblich auch wiederzubeleben. Er ist sehr wertvoll und einer der seltensten und darf nicht in die falschen Hände geraten. Viel Glück. Okay. Okay. Was nehmen wir uns für die Albtraumdimension für eine Rüstung? Ich glaube, wir bleiben bei der hier, der Super Diamond Rüstung. Würde ich sagen. Und dann. Wo gibt es denn noch für ein Schwert? Super. Wie macht das hier? Das Lila? Ich würde gerne das Lila. Das sieht toll aus. Das macht 8 Damage. Ja. Das ist nicht so stark. Wie macht denn das Demonic Sword? 16. Ich glaube, das ist eins der stärksten. Dann nehmen wir das hier. Und gehen. Albtraum. Okay. Oh Gott, nein, das sieht groß aus. Ich will ja weg. Ich kann mich nicht porten. Ich kann mich nicht warpen. Hört ihr, wie ich klicke? Ich klicke. Ich kann mich nicht warpen. Ich kann mich nicht wegwarpen. Oh Gott. Dispenser. Spawn Fire King. Ha! Ich hab's doch gewusst. Jetzt müssen wir ein schön Steak essen. Ich hab's doch gewusst. Wir essen in dem ersten Loot. Albtraumkristall. Albtraum. Mein letzter Tag. Okay. Glider Chest with Parrot. Ganz viel Zeug. Okay, das nehmen wir alles mit. Wir lesen das Buch. Aber ich kann mich nicht wegwarpen. Toll. Oder kann ich mich. Ich kann mich nicht warpen. Ich kann nicht nirgendwo hinwarpen. Toll. Mein letzter Tag. Hallo, Tagebuch. Tag 27. So langsam werden meine Vorräte knapp. Kein Wasser, kein Essen. Ich habe mir extra die letzte Tinte und meinen letzten Zettel aufbewahrt, um meinen vermutlichen Todestag zu notieren. Wie kam ich auf diese dumme Idee, den Albtraumkristall zu bekommen? Ja gut, ich weiß, er kann Menschen unsterblich machen. Aber jetzt... kommt aller Hilfe meiner geliebten Freundin zu spät. Wie sehr ich auch versuche, nicht zu weinen, bei diesen Gedanken kann ich einfach nicht mehr. Ich habe komplett versagt, habe mir und meiner Freundin geschadet, damit wir sie alleine sterben. Das ist traurig. Und ich auch. Wie sehr ein Leben auch zerbrechen kann, habe ich jetzt gelernt. Genauso wie, dass man hier nicht rauskommt. Nicht, solange man sich dem Fire King stellt. Oh. Ich hab den überlistet. Ich glaube, ich muss mich dem bestellen, oder? Das kann ich mich nicht wegwarpen, ne? Na gut. Nun werde ich hier langsam verrotten. Meine Seele ins Jenseits verschwinden und mit den anderen Toten reden. Auch mit ihr, meine Geliebte. Mit traurigen Grüßen. Klaus K. Okay, Leute, da bin ich wieder mein Problem abgestürzt. Wir haben auf jeden Fall dieses sehr traurige und ich finde leicht creepy Buch gelesen. Bei dem letzten Todestag einer Person, die einen traurigen Gedanken. Klaus K. ist der. Und wir haben aus dem Buch leider erfahren, wir kommen hier nicht raus, wenn wir uns dem Fire King nicht stellen. Das heißt... wir müssen ihn töten, nur sonst kommen wir nicht mehr raus. Okay. Spawn. Oh Gott. Fire King. Oh Gott. 500 HP, okay. Der macht keinen Schaden. Yo, unsere Rüstung. Rüstung, sag ich schon. Unsere Rüstung nimmt heftig Damage. Aber der ist ja easy. Ich glaube, wir sind einfach zu gut equipped.
Bin getötet. Nice. Ich hab jetzt erzählt, Schatz, nehmen wir uns auch mal mit. Hey, wo sind sie hin? Ach, egal. Mein Gott, stürzt in der letzten Stunde oder so oft ab. Ich hab keine Ahnung warum. Achso, den Goldapfel. Schön, hat der gedroppt, okay. Den gibt's hier in Charts, okay. Charts. Das sind die Charts der Obsidians. Jetzt mit Heine und Elena Fisch. Oh, zu einer anderen Scheiße. Nein, Spaß. Okay, wir essen auf jeden Fall. Wir können keine. Das Buch ist auf jeden Fall. Oh, das ist creepy. Tyrion. Tyrion. Okay, die Blöcke sind auf jeden Fall alle in creepy. Warpbook, warm uns wieder in Wir können jetzt warpen. Man konnte wirklich erst warpen, nachdem man den Viking besiegt hat. Okay. Albtraumkristall. Der kommt jetzt auf jeden Fall erstmal in ne, wo kommt der rein? Ach, da hinten. Bei diesen Sterndings. Albtraumkristall. Der kommt da rein. Ich find's auf jeden Fall immer noch creepy. Ein Brief, den wir gelesen haben. Wo kriegt Paul immer Schaden? Ich hab keine Ahnung. Also langsam, muss ich aber sagen. Verändert sich die Maschine irgendwie, finde ich schon. Ich finde, war der Strahl nicht irgendwie mal ein bisschen dunkler? Ich glaube, der war mal dunkler. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Jetzt fehlen auf jeden Fall noch ein paar Kristalle. Und zwar zum Beispiel. Ich glaube, es liegt an dem Warp übrigens, dass es ganz schnell abstürzt. Ach, keine Ahnung. Hoffnung hatten wir gerade eben, ja. Genau. Der Königskristall. Er wird bewahrt von der Königin von Kygonia. Sie ist sehr geldgierig, also nimm nicht zu wenig mit. Ich habe einiges von William bekommen. Genau genommen ca. 96 Aramite-Blöcke in Klammern 300 Millionen Euro, alter Schwede. Okay. Wir nehmen uns einiges an Geld mit. Sind aber mehr als 96. Dann nehmen wir jetzt hier aber genau 96 mit oder was? Okay. Also eine Golden Apple Pie. Verschwenden kann man ja mal, ne? Und ich glaube, wenn es eine Königin ist, glaube ich, sollten wir uns mal die Prinzessinnen-Outfit annehmen. Ich will ja nicht, aber uns bleibt ja, glaube ich, nichts anderes übrig, oder? Uns bleibt ja echt nichts anderes übrig. Na gut. Dann ab mit dem Prinzessin-Outfit. Ich bin eine Prinzessin. Oh Mann. Ich will keine Prinzessin sein. Ja, Leute. Ich bin eine Prinzessin. Wir reden jetzt ganz über Prinzessin 2. Ja, hallo. Jo, Alter, was geht ab? Das ist eine volle Prinzessin. Okay, ich hör auf. Alter, voll viele Squids hier. Oh. Das ist eine sehr eckige Insel, muss ich sagen. Okay, das scheint nach einem Schloss. Nach einem großen Schloss. Hier liegt ein Da liegt Rüstung, hier liegen Äpfel und da. What the fuck? Stimmt die? Ich nein, ich will die Rüstung nicht. Die ist bestimmt OP. Nein, die ist nicht zu OP. Okay. Ich will ja nicht hochgehen. Geld. Na gut, die ist nur geldgierig. Das heißt, die ist nicht feindlich. Das heißt, wir können ja auf jeden Fall schon mal hochgehen. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Nö. Okay. Da unten steht auf jeden Fall ein Hürdiger. Den killen wir mal. Extra nur für die Königin. Wow. Extra nur für die Königin. Töten den Hürdiger. Jetzt laufen wir hier hoch. Der Teppich sieht voll geil aus, muss ich sagen. Alter, was ist das für ein Thron? Elisa, Königin von Kygonia. Netter Skin auf jeden Fall. Muss ich sagen, netter Skin. Aber dieser Thron, what the fuck? Fuck this shit. Okay.
Lisa, Königin von Kygonia. Na Süße, wie hast du denn dich hierher verirrt? Ich suche etwas. Ich suche etwas. Ach, und was? Den Königskristall. Woher weißt du davon? Das hat hier nicht funktioniert. Okay, aber ich kann den nicht einfach so aushändigen. Was willst du? 64 Aromite-Blöcke. Okay, geht klar. Haben wir genug. Ja, ja, Königskristall. Wie viel hat die denn davon? Das scheint wohl nicht so selten zu sein, aber verdammt teuer. Warte mal. 3 Erd. 96? Ich kann auf ihn zurück. Du hast nichts gehört. Okay. Er hat gesagt, er hat 96 Aromite-Blöcke. Also Paul hat 96 Aromite-Blöcke von William bekommen. Und 300 Millionen Euro. Das heißt, es sind... Er hat mir gerade 200 Millionen Euro gegeben. Scheiß auf den Kristall. Ich hätte William auch so einen Kristall machen können. 200 Millionen Euro hätte ich das getan. Dann wäre ich auch... Dann würde ich sogar Prinzessin bleiben von mir aus. Alter Schwede. Also ich muss schon sagen, als Prinzessin fühlt man sich schon irgendwie so ein bisschen edel und so, ne? Was liegt da für Zeug rum? Okay, ich lasse einfach mal liegen. Keine Ahnung, was mit den Leuten hier nicht stimmt. Jetzt will ich so einen Garden Apple Pie essen. Junge, ist das Schloss riesig. Das Schloss ist wirklich riesig. Sagen, wir warpen ins Labor. Yep, auf dem Punkt hier stürzt Minecraft gleich ab, damit verabschiede ich jetzt schon mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Verdammt!